Wie ihr sicher wisst, bin ich Jack, Leiter der Hyperion Corporation, und ihr seid Badasses. Kammerjäger, die härtesten Krieger auf ganz Pandora. Ein Kommando, tapfer und ehrgeizig. Eine Sirene, deren Weisheit nur ihre Schönheit gleichkommt. Der Gunsucker, der mit roher Gewalt wettmacht, was ihm an Finesse fehlt. Und natürlich der Inbegriff von Präzision, der Assassin. Kammerjäger, ich brauche eure Hilfe. Die Macht im Innern der nächsten Kammer könnte Pandoras Frieden bringen. Nur Badasses wie ihr können auf Pandora bestehen und sie finden. Und deshalb müsst ihr sterben. Na, ich kann ja nicht zulassen, dass ein paar psychopathische Mörder vor mir bei der Kammer sind. Versteht mich nicht falsch. Ist ja putzig, dass ihr glaubt, ihr wärt die Helden in diesem Abenteuer. Aber das seid ihr nicht. Ihr seid Banditen. Ihr seid die Bösen. Und ich bin hier der Scheißheld. Willkommen auf Pandora. Na, ich kann ja nicht zulassen, dass ein paar psychopathische Mörder vor mir bei der Kammer sind. Versteht mich nicht falsch. Ist ja putzig, dass ihr glaubt, ihr wärt die Helden in diesem Abenteuer, aber das seid ihr nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Hey, Kiddo, Jack hier, Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf, Kammerjäger sucht nach neuer Kammer, Kammerjäger wird gekillt. Von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Achtung, Leute von Pandora! Hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Liars Burg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Weidmanns Heil, Banditen! Oh, diese Brötchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag so, hä? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht, hä? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Okay, bis dann. Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu Ehren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denk noch etwas drüber nach. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd, nur dass es eben aus... weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgaul! Ja, braves Mädchen. Oh, sag Hallo. Arschgaul sagt Hallo. Leute, hier spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Erdbeben nicht die hübschen Köpfchen zerbrechen braucht. Mit jeder Erschütterung kommen meine Bohrer der Kammer näher. Und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Sieh einer an. Hast es nach Banditen City geschafft, was? Prima. Wink uns, wenn der Krieger und ich drüber fliegen und das Kaff niederbrennen. Manchmal beneide ich euch Banditen. Ihr seid so frei von Dingen wie Intelligenz, Moral, Kultur, Ehre, Ehrgeiz, gutem Aussehen. Ich könnte noch weitermachen. Ich tu's nicht. Aber ich könnte. Ich würde! Fast hätte ich Würde vergessen! Ganz ruhig, Arschgaul. Ganz ruhig. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Passion des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach, und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und ich werde jede Sekunde genießen, denn ich sollte nicht zu viel verraten. Ich habe da ein kleines Geheimnis, das du nicht hören musst. Das würde dich nur verwirren. Ciao. Banditen von Sanctuary, wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Ah, hast es nach Banditen City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Du denkst, der Firehawk hat Roland, was?
Nicht mal ich konnte vorhersehen, dass Ihr Kammerjäger derart verzweifelt wird. Ich höre, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies. Aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Bestimmt purzelt der Firehawk ihm nicht gerade das Fleisch von den Knochen. Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputtlachen werde. Ja. Wow, spürst du das? Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Fortschritts, Baby. Du denkst, der Firehawk hat Roland, was? Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies. Aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Naja, wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... Ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Na klar, ich hab ein Angebot. Ich schreib's eben mal auf. Du willst also Roland vor diesen Bloodshots retten, hä? Huh? Dir ist schon klar, dass er dir nicht helfen kann, mich zu stoppen, oder? Ich meine, er hat sich ja für einen totalen Badass gehalten, damals in New Haven. Aber am Ende hat ihm das nicht viel geholfen, nicht wahr? So bezahlt Handsome Jack Lösegeld. Lange nicht gesehen, Roland. Mal ehrlich, Kleiner. Glaubst du wirklich, du kannst mich aufhalten? Ich wusste, dass du Roland suchen würdest. Ich bin eben cleverer als du. Das klingt vielleicht herablassend, aber das ist schon richtig so. Nur wer oben ist, kann sich herablassen. Hä? Du wusstest nicht, wo Roland war, du weißt nicht, warum ich scharf auf die Kammer bin und du hast keinen Schimmer von meinem kleinen Geheimnis. Oh Gott, ist das peinlich, wie sehr ihr im Dunkeln tappt. Ich meine, ich will dir jetzt nichts reinreiben, aber... Ach, verdammt! Seh dir diese mörderischen Bloodshots an. Findest du nicht, dass Pandora ohne diesen Abschaum besser dran wäre? Mehr will ich gar nicht, nur diesen Planeten säubern. Wenn das heißt, dass ich Banditen wie dich killen muss, oder diese Bloodshots, oder diese Crimson Raiders Idioten in Sanctuary, Himmel, dann mache ich das nur zu gern. Damit ich euren Plan richtig verstehe. Mordecai, ein rumtorkelnder Alkoholiker, dessen bester Freund ein Vogel ist, hat euch von Energiekernen in einem meiner superbewachten Züge erzählt. Und ihr habt es geglaubt? Mal im Ernst, seid ihr Kammerjäger als Embryos auf den Kopf gefallen? Wow, bravo, Champagner, Applaus, Gratulation, langsames Klatschen. Ihr habt euch den verdammten Energiekern geholt, was? Ich habe euch gewarnt, jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Zieht euch warm an, Kammerjäger, denn jetzt kommt's richtig dick für euch. Gut gemacht, Angel. So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Oh, Verzeihung, waren das eure Schilde, die da gerade runtergingen? Ihr wusstet, dass ich wusste, dass ihr euch den Energiekern holen wollt und habt ihn trotzdem einfach eingesteckt? Das ist selbst für eure Verhältnisse ziemlich... Oh Mann, ist das dumm! Ich sagte doch, ich gewinne immer. Einfach toll, wie ihr Kammerjäger Angel einfach so vertraut habt. Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass sie für mich arbeitet, was? Bei den letzten Kammerjägern war es genauso. Aber ganz ehrlich, diesmal war es viel witziger, euch reinzulegen. Danke, dass du den Köder geschluckt und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuladen, wodurch Rolands Kumpels dauernd meine Iridiumminen angegriffen haben. Ich sagte es doch, der Held gewinnt immer. Oh, lass stecken, ich hab ein Baby erschossen. Und mal ehrlich, der Kleine war ein Arsch. Mehr habt ihr nicht drauf, eine fliegende Stadt? Was glaubt ihr, Penner, sonst noch zu besitzen, das euch dabei helfen könnte, eine Chance gegen mich zu haben? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Du hast unsere gemeinsame Zugfahrt nur überlebt, weil ich das wollte. Vor 5 Jahren öffneten Roland und seine Freunde die Kammer, weil Angel und ich sie reingelegt und dazu gebracht haben. Alles, was ihr Kammerjäger je gemacht habt, ist Teil meines Plans. Ich bin so ein Rockstar. Ich habe aus der Beobachtung Pandoras viel gelernt. Übers Überleben, über Habgier. Aber vor allem habe ich gelernt, dass jeder, auch der härteste Kerl, mit Freuden sein Leben riskiert für ein hübsches Girl mit großen blauen Augen.
Schade, dass Wilhelm sich von dir killen lassen musste. Was für ein Soldat. Nicht viele sterben freiwillig, nur damit du denkst, ich will nicht, dass du den Energiekern bekommst. Aber pst, kleines Geheimnis. Genau das wollte ich. Tja, Wilhelm hätte deine Kammerjägerfreunde vor ein paar Jahren beinahe getötet. Und du knallst ihn einfach ab wie irgend so einen Fußsoldaten? Nun, das kommt daher, weil ich ihn vor eurem Kampf vergiftet habe. Aber das war's wert, damit ihr denkt, ich will nicht, dass ihr den Energiekern kriegt. Aber pst, ich verrate euch was. Genau das wollte ich. Du gehst mir auf den Sack, Kiddo. Du hast Angel vertraut und bist in meine Falle getappt. Genau wie deine dämlichen Freunde vor 5 Jahren. Aber du solltest Angel helfen, während ich Sanctuary zerstöre. Aber das hast du nicht. Sanctuary ist noch sicher. Dadurch ist dein Tod meine oberste Priorität. Glückwunsch! Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel, was hab ich gerade gesagt? Ja, das ist es, was ich an euch Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann! Zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Und der Typ greift mich mit nem Löffel an. Mit nem Löffel! Und ich lach nur und löffle ihm seine Augäpfel damit aus dem Kopf. Und seine Kinder alle so. Und ach, du hättest das sehen sollen. Jedenfalls, die Moral von der Geschichte. Du bist ein Miststück. Verdammt, Angel, was soll das? Das sind die Bösen. Renn weg, solange du willst, Bandit. Wir alle wissen, wie es enden wird. Wow, echt armselig, wie du den Transmitter verteidigst. Wie kommst du eigentlich drauf, dass du mich schaffst, wenn du nicht mal den Transmitter repariert kriegst? Der Transmitter ist beschädigt, Kiddo. Und deshalb wirst du hier sterben. Ich hetze dir alles auf den Hals, was ich habe. Alles. Schick die Constructors. Ich will, dass diese Bastarde sterben. Jetzt! Wenn du nicht mal mit diesen Loadern fertig wirst, bin ich echt enttäuscht. Angel, was zum Henker machst du da? Angel, wir beide haben ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Ich habe Mordecai oft beobachtet. Naja, er ist vielleicht ein besoffener Loser, aber er hat Bloodwing nie im Käfig gehalten. Hat sie nie geschlagen, nie beschimpft. Eigentlich witzig. Wenn man einen Menschen vernichten will, braucht man ihn gar nicht selbst zu töten. Nur das, was er liebt. Oh hey, du bist im Reservat. Ich hatte eigentlich so einen Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen. Aber du kommst einfach von selbst. Danke, dass du mir die Mühe ersparst, Kiddo. Wenn man sich damit auskennt, ist Slack nicht einfach nur ein Elementarschadensverstärker. Es gibt noch viel, wie sagt man, interessantere Anwendungsbereiche. Hab Angel wieder unter Kontrolle. Weiber, hab ich recht. Du willst also den Vogel. Bloodwing. Nur so als Warnung. Was jetzt kommt, wird dir nicht gefallen. Suchst du Bloodwing? Oh, ich hab sie vor ein paar Stunden verlegt. An einen etwas dramatischeren Ort. Hey, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Es ist Fressenszeit. Du willst Bloodwing zurück, was? Schade. Ich habe einige hochinteressante Iridium-Experimente an dir durchgeführt. Ich lasse sie ungern gehen, aber was soll's. Kannst sie haben. Das passiert, wenn du nicht zuhörst, Bandit. Putzig. Ergib dich lieber! Bloodwing hat alle Elemente zu ihrer Verfügung. Feuer, Elektrizität, Korrosion, Slag und, oh Mist, das letzte habe ich vergessen. Ha, was war's nochmal? Slag, Feuer, Elektrizität, Korrosion. Ach, na komm, Jack, du weißt es doch. Da war doch noch was. Feuer, was war es noch? Elektrizität, Slag, Feuer, Elektrizität, dann kommt Korrosion. Ach, was war's denn bloß noch? Korrosion, ja, daran erinnere ich mich. Na komm, was war's noch? Slag, ja, das weiß ich noch. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Sprengstoff! Deshalb schaffst du mich nicht, du herrenloser Pisser. Gib auf und stell dich, sonst war dieser dämliche Flattermann nur der Anfang. Wo ist denn bloß...
Ich hatte doch irgendwo eine Violine. Ich wollte so sarkastisch damit rumfädeln. Gestern war sie noch da. Jetzt, wo ist sie denn? Blake, wo ist die blöde Geige? Na also, da ist sie ja. So, dies ist ein Lied für Mordecais blöden Vogel. Mist, wäre lustig gewesen, wenn ich sie früher gehabt hätte. Klappe! Willkommen im Wildlife Exploitation Preserve, Kiddo. Ich fürchte, dir wird dieser Bereich nicht sehr gefallen. Es geht hier um Wissen, Experimente, Forschung. Du wirst viele komplizierte Geräte und Schilder mit wirklich großen Worten sehen, aber keine Sorge. Wenn dein kleines Hirn mit all der Technik nicht klarkommt, kannst du immer noch eine Kugel reinjagen. Das stimmt, Mörder. Nur weiter so. Am Ende des Reservats wartet eine kleine Überraschung auf dich. Und lass mich dir sagen, du wirst begeistert sein. Ich kann's kaum erwarten, bis du die Überraschung siehst. Du wirst sagen, oh, nein, ah, ich blute wie abgestochen. So viel Blut. Oh, das wird herrlich. Ich hab das Reservat von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slag zu erforschen. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden. Wenn man weiß, wie man es benutzt, hat Slag viele Einsatzmöglichkeiten. Du bleibst zurück. Wir sind noch nicht bereit für dich. Ich will ja die Überraschung nicht verderben. Wow, wow, wow! Du hast doch nicht geglaubt, du würdest lebendig hier rauskommen. Dann hat der Kammerjäger also die Slabs getroffen. Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Hey! Niemand zerstört meine Transmitter! Jetzt kommen die Bots, Bandit! Verdammt, Bots! Schafft sie von den Transmittern weg! Kommt schon! Wie schwer kann es sein, einen Kammerjäger und einen wandelnden Fleischklops zu töten? Schnappt sie euch! Volk von Pandora! Der hirnverbrannte Kammerjäger hat sich den Slab-Banditen angeschlossen. Und das kann nur eins bedeuten. Diese Woche gibt's das dreifache Kopfgeld auf Slabs. Ich will Skalps, Leute. Und zwar pronto! Wusstet ihr, dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm und abergläubisch sind, an Dinge wie Engel, Dämonen und antike Alienkrieger zu glauben? Wir nennen sie Banditen. Pech gehabt, Idiot. Hast wohl geglaubt, du hast gewonnen, aber das war nur ein Double. Und jetzt wirst du sterben. Hey, Kids, wusstet ihr, dass das Risiko, massakriert zu werden, um 80.000% steigt, sobald man Opportunity verlässt? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wusstest du, dass du auf den zukünftigen Standort des Opportunity-Vergnügungspalastes starrst? Richtig. Für 1000 Mäuse kann man sich dort eine Stunde lang mit einem lebensgroßen Abbild von mir vergnügen. Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritik an den Gesetzen Opportunities als verbale Umweltverschmutzung gilt. Hey, Kinder, wusstet ihr, was eure Mamas und Papas aufgegeben haben, damit ihr in Opportunity leben könnt? Rein gar nichts. Eure Familie bekommt sogar Geld dafür. Ich bin derjenige, der hier alle ernährt und beschützt. Denkt dran, lebt eure Eltern. Aber liebt mich mehr. Hast du wirklich gedacht, du kannst dich vor mir verstecken, Angel? Hast du das echt gedacht? Sag deinem Freund leb wohl. Los! Dies ist eine Botschaft an den Crimson Raider Widerstand. Seht ihr diese schimmernde Stadt am Horizont? Der widersteht ihr ihrer Schönheit, Reinheit, Ordnung. Denkt drüber nach, wenn ihr das nächste Mal in eurem eigenen Dreck schlaft. Möchtest du wissen, warum ich den Krieger erwecken will? Weil es nicht reicht. Dieser widerliche Planet, diese dämlichen Banditen, die ich schon vor was weiß ich wie vielen Jahren besiegt habe, es reicht mir nicht. Ich will alles. Jeden Planeten, jeden Stern. Es mag altmodisch wirken, aber ein Gott zu sein, muss höllisch Spaß machen. Oh, du hast es über die Sicherheitsmauer geschafft, hä? Das ist nicht übel. Natürlich wird der Bunker dich trotzdem auslöschen, aber dennoch nicht übel. Weißt du, wie ich an den Kammerschlüssel gekommen bin? Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht. Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden. Sie zeigen Gnade.
Okay, Schluss mit lustig, Kinder. Brick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Nimm es als eine letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung. Kehr um. Und ich verspreche dir, ich mach's kurz. Aber ich schwöre dir, einen Schritt weiter. Und jeder Mensch in Sanctuary kann im Sterben zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Ich liebe dich. Weg von meiner Tochter, verdammt! Angel, ich befehle dir, dich zu wehren! Verdammt, was soll das? Angel! Ah, nicht fluchen! Oh nein, nichts da! Schilde hoch! Bandit, wenn du dich aufhörst, komm ich runter und puste dir persönlich das Hirn raus! Hörst du? Angel, halt endlich die Fresse! So kämpft ihr Banditen also? Statt das mit mir aufzunehmen, willst du ein unschuldiges Mädchen töten? Du gefährdest mein kleines Mädchen! Jedes Kind, jeden Menschen, den du je auf der Straße begegnet bist, ich werde sie alle töten. Du hast die Regeln gebrochen, Bandit. Bitte, okay, hörst du mich? Bitte, töte meine Kleider nicht. Angel? Angel? Nein, Angel! Schätzchen, in diesen vier Wänden gibt es alles, was du dir je wünschen könntest. Hast du eine Ahnung, was ich für dich geopfert habe? Die Banditen, die ich tötete. Die Menschen, die ich manipulierte, all das habe ich nur getan, um dich zu beschützen, Baby. Angel, halt dein verdammtes Maul und hör mir zu. Angel, mein Schatz, du kannst das verhindern. Ich verzeih dir auch. Was, Baby? Was denn? Angel? Nein, Angel! Tag. Er kommt nicht zurück. Du hast meine Kleine getötet. Wie geht der Spruch? Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast, und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Lilith, töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Hattete Vorsicht! Angel war leider nicht stark genug, um den Schlüssel aufzuladen. Aber Lilith? So wie sie eure Stadt gefaced hat, würde ich tippen, dass sie eine Verbindung zu Iridium hat, die anderen Sirenen fehlt. Man sieht sich. Ich habe dir eine Chance gegeben, Bandit. Ich sagte dir, du sollst weglaufen, aber du dachtest, du könntest meinen Bunker knacken. Und jetzt musst du erkennen, wie sehr du dich geirrt hast. Weißt du denn nicht, was du da tust? Wen interessiert der verdammte Schlüssel? Du wirst das Leben eines unschuldigen Mädchens beenden! Tu es, Lilith. Das ist die gleiche Technologie, die ich an meiner Tochter angewandt habe. Aber anders als du konnte sie gehorchen. Es wird Zeit, dass du lernst, wer das Sagen hat. Auf die harte Tour. Angel, es tut mir leid, dass ich dich nicht schützen konnte. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BNK-3R, der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst entworfen. Jetzt tu mir einen Gefallen und stirb. Hey, Kumpel, ich bin's Roland. Lass uns Handsome Jack killen und dann gehen wir alle Milchshakes trinken. Nein, war nur gespielt. Er ist immer noch tot. Hab mir beim Gehen sein Echo-Gerät geschnappt. Ich wollte dir nur sagen, deine Freundin Lilith lädt den Kammerschlüssel auf wie eine Eins. Der Krieger wird sehr bald wach sein. Ihr geht nirgendwo hin, Banditen. Volk von Pandora. Meine Tochter ist tot. Ermordet von dem Kammerjäger. Daher habe ich mich entschlossen, sein Kopfgeld zu streichen. Wenn jemand diesen Kindermörder tötet, bevor ich die Chance dazu habe, werde ich denjenigen finden. Und er wird es bereuen, mich meiner Rache beraubt zu haben. Ich möchte eins klarstellen. Es geht nicht mehr um Pandora. Es geht um dich und mich. Ich werde nie ersetzen können, was du mir genommen hast. Aber deine Kammerjägerfreunde ermorden? Diese fliegende Stadt zerstören? Himmel, das wäre ein Anfang. Denk bitte mal drüber nach, dass Rolands Training und seine Erfahrung nutzlos waren, als er mich traf. Und frag dich dann, wenn ich den weisen Anführer der Crimson Raiders töten konnte, ohne einen Schweißtropfen zu vergießen, wie schwer wird es für mich sein, einen psychotischen Banditenkönig und einen betrunkenen Scheiß-Scharfschützen zu töten? Lilith ist nicht auf den Mund gefallen, was? Und durch das ganze Iridium in ihrem Körper kann ich sie andauernd abstechen. Immer
und immer wieder. Und die Wunden heilen sofort wieder zu. Soll aber höllisch wehtun. Oh, sie scheint sauer zu sein. Ja, ich weiß, dass du mich für ein Monster hältst. Du glaubst, ich hätte Angel versklavt. Aber du hast nicht gesehen, was sie ihrer Mutter angetan hat. Ich musste Angels Macht einschränken. Verstehst du? Ich musste. Wage es nicht, über meine Tochter zu reden. Spürst du das? Dieses Knistern in der Luft, wenn man jemand unbedingt umbringen will. Hab ich lang nicht mehr gespürt. Bald ist die Zeit gekommen, Kindermörder. Lilith hat den Kammerschlüssel fast aufgeladen. Wie fühlst du dich, Baby? Oh, spürst du's, Kindsmörder? Hä? Der Schlüssel ist bald aufgeladen. Das Ende der Welt naht. Gleich ist es soweit, Bandit. Ich denke, sobald der Krieger erwacht ist, vernichte ich eure fliegende Stadt. Was meinst du, Lil? Ich glaube, Lilith findet die Idee gar nicht gut. Du kommst zu spät, Idiot! Ich benutze den verdammten Schlüssel! Na los, aufgewacht, du beschissener Alien-Arsch! Du kommst genau rechtzeitig. Der Schlüssel ist fast bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Stirb! Nein! So darf ich nicht sterben! Nicht so knapp vor dem Ziel! Und nicht durch die Hand eines dreckigen Banditen! Ich hätte den Planeten retten können! Ich hätte Recht und Ordnung wiederherstellen können! Ich sollte nicht durch einen Kindsmörder und Psychopathen sterben! Du bist eine Bestie! Ein Wahnsinniger! Du bist ein Bandit und ich bin der verfluchte Held! Tja, wieder zwei Kammerjäger weniger. Jetzt gibt's nur noch dich, mich und Lilith hier. Lass mich nicht warten. Das kann nicht sein! Das kann einfach nicht sein! Hier wird alles enden. Sobald Lilith den Schlüssel aufgeladen hat, kontrolliere ich den Krieger und rotte euch Banditen auf diesem Planeten aus. Wenn du zur Hölle fährst, kannst du deinen Kammerjägerfreunden einen Gruß von mir ausrichten. Du bist eine Seuche, Bandit. Du und deinesgleichen haben Pandora mit ihrer Gier und ihrem Hass verdorben. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor deinesgleichen zu retten. Aber ich bin mehr als froh, das zu tun. Was? Hä? Ich werde noch nicht sterben. Du kommst zu spät, Bandit. Der Sieg ist mein. Die größte Alienmacht, die Pandora je gesehen hat. Und ich werde sie kontrollieren. Krieger! Töte. Du kannst mir nichts anhaben. Nicht mehr. Gib ihm Lava zu fressen, Baby. Wirf Lava! Lass den Kammerjäger schmelzen! Los! Zerquetsch ihn! Ach, zermalme den Kammerjäger! Zerschmettere ihn, Krieger! Zerschmettere ihn! Geh zurück in die Lava! In die Lava! Los! Beweg dich, Krieger! Sofort! Slack ihn! Slack ihn! Sofort! Ich will Slack sehen! Breite die Schwingen aus, Krieger! Flieg, Baby, flieg! Schwing deinen Arsch in die Luft! Feueratem, los! Verbrenn ihn lebendig! Los, lass den Feueratem sehen! Lösch ihn aus, Baby! Töte, verdammt! Töte! Ich will den Kammerjäger tot sehen! Was? Wie zum Geier hast du das gemacht? Lass dich doch nicht da treffen, verdammt! Schütze deine Brust, Krieger! Los jetzt! Du hast meinem Krieger kaum einen Kratzer verpasst! Hör auf rumzuspielen, Krieger! Zerschmettere diesen dämlichen Kammerjäger! Warum zum Henker brauchst du so lange? Töte endlich den verdammten Kammerjäger! Warum bist du noch am Leben, Kammerjäger? Warum? So wirst du sterben, Kammerjäger! So! Gib einfach auf, Kammerjäger! Du hast nicht die geringste Chance gegen meinen Krieger! Der Krieger gehört mir, Bandit! Wenn du tot bist, wird dieser Krieger den Planeten sauber brennen! Nein! Das kann nicht sein! Das kann einfach nicht sein!
Der Krieger war praktisch ein Gott! Wie? Wie um alles in der Welt hast du meinen Krieger getötet? Ihr Idioten! Der Krieger hätte diesem Planeten den Frieden bringen können! Keine gefährlichen Kreaturen mehr! Keine Banditen mehr! Pandora hätte das Paradies sein können! Ich könnte hier etwas Verstärkung gebrauchen! Ich brauche sofort Verstärkung! Verstärkung! Jetzt! Helft mir hier mal! Wortunterstützung, aber Danny! Zur Hölle mit dir, Bandit! Nicht ins Gesicht! Scheiße! Gott verdammt! Autsch! Nun leg schon einer die Drecksau um! Dreckiger Bandit! Arschloch! Schleck dich! Arschgesicht! Nein! Nicht halt! Soll das ein Witz sein? Wie schön! Geht! Ekelhaft! Ist das penetrant? Mach das weg! Spinnst du? Der Anzug hat 5 Riesen gekostet! Mach das weg! Daneben, Bandit! Jetzt bist du tot! Das reicht nicht, Assassin! Bin beeindruckt, Assassin! Du kannst nicht mal Assassin! Kann mal jemand den verdammten Assassin umlegen? Stopp den Assassin! Der Kommando braucht sein kleines Geschütz, was? Du elender Feigling! Das soll eine Kanone sein, Kommando? Sieht aus, als hätte der kleine Kommando Schiss! Töte den verdammten Kommando! Ist ja doll! Wen interessiert's, Kackfresse? Was zum Teufel sollte das denn? Vergiss es, du Freak! Was zum Henker? Das beeindruckt mich mal, du Flasche! Ich hab ja solche Angst! Ja und? Mehr hast du nicht drauf! Gib's doch einfach auf! Reine Zeitverschwendung, Schätzchen! Oh nein, ein Roboter! Och, das ist aber ein süßes Roboterchen, Kleiner! Einfach putzig! Ach, wie süß! Netter Versuch, Schlampe! Jetzt jag den Roboter von der Schlampe schon in die Luft! Hast du den etwa in deinem Keller zusammengebaut? Niedlich, kleine Lady! Deine Bots stinken gegen meine ab, kleine Maus! Netter Versuch, Kleines! Triff mich ruhig, Ganzerker! Ich kann was einstecken! Zeig mal, was du drauf hast, Ganzerker! Jetzt legt endlich den verdammten Ganzerker um! Spielen wir, mach den Ganzerker tot! Oh, Scheiße! Du bist nachtlos, Sirene! Deshalb habe ich dich leben lassen! Du bist keine Lilith, so viel steht fest! Du wirst dich gut machen in meiner Sirenensammlung, du Schlampe! Von einer gottverdammten Sirene lasse ich mich nicht killen! Oh, Miststück! Shit! Oh, nein! Verdammt! Oh, zum Teufel! Nein, komm schon! Alles gut, ich bin der Held, ich werde gewinnen! Du stirbst hier nicht, Jack! Alles wird gut! Ich schaffe es! Beiß die Zähne zusammen, Jack! Komm schon, mir geht's noch gut. Ich halte das aus. Alles in Ordnung. Meine Schilde! Was zum Henker? Aufladen, verdammt! Ich will meine Schilde zurück! Beschützt mich, ihr Idioten! Das ist für Angel! Ich hab gewonnen. Ich sagte doch, ich bin der Held. Man sieht sich, Bandit! Und deine Freunde kommen als nächstes dran. Und bleib liegen, ja? Hab ich's nicht gesagt. Ich bin besser als du. Und jetzt stirb. Gleich beißt du ins Gras, Bandit. Du hättest sterben sollen, als ich es dir sagte. Erst bring ich dich um und dann deine verblödeten Kammerjägerfreunde. Du kannst mich nicht besiegen. Oh, du hast keine Chance. Gib einfach auf. Kindermörder! Meine Angel war glücklich. Sterb. Das ist mein Planet! Das ist ein Ende!
Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit! Nur wir zwei, Arschloch, du und ich! Mörder! Dreckiger Bandit! Mörder! Das hier ist für Angel, du Arschloch! Granate, frisst das! Fang! Hier, Kompass! Hier, fang! Granate gefällig? Fahr zur Hölle! Hör auf, auf dich zu schießen! Wie schmecken dir die Kugeln, du Blödmann? Gut so, immer auf den Reflektorschild schießen, du Genie. Gefällt dir mein Reflektorschild? Ziemlich cool, was? Gottverdammter Surveyor! Was zur Hölle machst du, Surveyor? Du Schrotthaufen von einem Bot! Komm zurück, Bot! Verdammte Scheiße, Surveyor! Und tschüss! Wiedersehen! Schnappt mich, wenn ihr könnt! Weg bin ich! Such mich doch, Bandit! Marco! Ah, Scheiße! Mist! Verdammt, wie hast du das gemacht? Das ist doch nicht möglich! Gott verdammt! Verkackter Scheißdreck! Was ist los? Ich spüre deine Kugeln ja gar nicht mehr. Oh, was ist das denn? Kannst du mir nichts mehr tun? Oh, das muss echt frustrierend sein. Ja. Na komm, Herzchen, schieß doch. Ich halt's aus. Hier bin ich doch. Worauf wartest du? Ich bin unbesiegbar, Arschgesicht. Ich bin wieder da. So wird das wieder was. Sehr schön, wieder geschützt. Das war knapp. Versuch's doch mit dem hier nochmal, du Trottel. Sieh zu, ob du durch den durchkommst, du Idiot! Ich brauche einen Schild! Schild aufgeladen! Schirm mich ab! Nimm das! Stell dich vor das da, Pisskopf! Viel Spaß damit! Bitteschön! Hab ich dir schon mein Geschütz gezeigt? Psst, hier bin ich! Hi, Arschloch! Ich bin hier! Tag! Nimm das, du Mistsau! Wie er leibt und lebt! Gerade habe ich auf Eden 6 die Weltraumhexen gerettet und da dachte ich, ich schaue mal bei meinem größten Fan vorbei. Hey Justin, was machst du denn für ein Gesicht? Oh Justin, deine Mom hat doch nur Scheiße im Hirn. Wenn sie bei Verstand wäre, wüsste sie, dass das Gewehr, das du in Händen hältst, von Hyperion hergestellt wurde und damit unbedenklich für Kinder jeden Alters ist. Sei versichert, Hyperion baut die präzisesten, hochwertigsten Waffen in allen 6 Galaxien. Wenn du groß und stark werden willst wie dein Kumpel Handsome Jack, dann fang lieber gleich an, deine Treffsicherheit zu schulen. Ich mein's ernst, fang an! Ach ja? Wo ist er gerade? Wow! Ich bin jetzt schon beeindruckt. Angel, hören wir das gerade live? Verbinde mich sofort mit dem Hyperion Truth Network. Haha, ich bin genial! Bin ich genial? Ich bin genial! Danke, Angel. Jetzt tu mir einen Gefallen und setz diesen Axton auf die Liste. Hä? Was? Erzähl mir alles. Sofort. Bei wem? Abspielen. Angel, finde sie. Keine Probleme, hoffe ich doch. Wow, wie war das nochmal? Aha, welchen Namen? Spiel sie ab. Lass hören. Aha, der Kerl gefällt mir. Setz ihn auf die Liste. Sprich mit mir, Angel. Ich brauche einen Kammerjäger. Am besten gestern. Nein. Der Nächste. Ich hasse diese Typen, die einen auf mysteriöser Krieger machen. In 9 von 10 Fällen haben sie nicht wirklich was zu bieten. Wen hast du noch? Hat dieser Kerl gerade in einem Haiku gesprochen? Was macht dieser Zero eigentlich auf Pandora? Angel, dein Gehirn hat die Größe eines Planeten. Komm mir nicht mit keiner Ahnung. Was meinst du mit kein Mensch? Ist er ein Roboter? Ein Alien? Was? Film ab, Angel. Wo du recht hast, hast du recht, Angel. Ich denke, dieser Zero ist genau richtig. Willkommen in der Hyperion-Stadt Opportunity. Umweltverschmutzung wird mit dem Tode bestraft. Hier spricht Handsome Jack. Willkommen in Opportunity. Falls Sie mehr über Opportunity erfahren möchten und darüber, was ich mit Ihnen mache, wenn Sie gegen Gesetze verstoßen, aktivieren Sie einfach einen der vielen Informationsstände überall in der Stadt. Willkommen in Opportunity. Sie wurden auserwählt, hier zu leben, weil Sie das Beste sind, was Hyperion zu bieten hat. Sie hatten den Mut, nach Pandora auszuwandern und haben dazu ein verdammt dickes Bankkonto, um meine Preise zahlen zu können. Bürger von Opportunity, ihr markiert den Beginn eines großen Abenteuers. Opportunity ist nur die erste Hyperion-Stadt auf Pandora. Eines Tages werdet ihr sagen, Banditen? Was sind Banditen? Ich kann nichts hören. Die Gratis-Hol-mir-einen-Runter-Maschine, die Jack uns allen geschenkt hat, ist so laut. Seid gegrüßt, Bürger von Overlook. Ich, Handsome Jack, bin mäßig begeistert.
Euch in der Hyperion-Familie willkommen zu heißen. Gebt Acht wegen der Stalker-Attacken. Hier spricht Handsome Jack. Und ich danke dir, treues Versuchskaninchen, dass du mithilfst, Pandoras Zukunft zu gestalten. Durch Experimente, die wir an dir durchführen, entdecken wir neue Anwendungsbereiche für Iridium, neue Medikamente und... Oh, ist das euer Ernst? Wieso soll ich so einen Scheiß hier vorlesen? Das ist doch total lächerlich. Die wissen doch, dass wir sie halt tot mutieren. Wieso Lügen erzählen? Handsome Jack hier. Als ich die Kammer öffnete und den Zerstörer dann zerstörte, eine Ironie, ich weiß, hielt ich eine Hyperion-Waffe in der Hand. Als ich das Grenzland säuberte und das Banditennest New Haven niederbrannte, hatte ich eine Hyperion-Pistole in meiner Faust. Und jeden verdammten Tag, den ich über diesem Planeten wache, als sein Beschützer, als sein Meister, als sein Held, setze ich mein Vertrauen in diese Hyperion-Waffe. Teufel auch, sonst hätte ich die gottverdammte Firma ja nicht gekauft. Ich bin Handsome Jack und ich fahre jetzt ab auf Hyperion. Hallo, hier spricht Handsome Jack, der euch daran erinnert, dass wir von Hyperion nach wie vor Kopfgelder für Pandoras meistgesuchte Verbrecher bieten. Mittlerweile 8 Milliarden beträgt etwa das Kopfgeld für einen gewissen Brick, Mordskerl. Sieht aus, als würde er Tag ein, Tag aus nur Rinderhack und Anabolika fressen. Und Nutten. Wir bieten auch nach wie vor 6 Milliarden Dollar für die Ergreifung des ehemaligen Underdome-Stars Mordecai, sowie eine kleinere Belohnung für die Ergreifung seines dämlichen Vogels Bloodwing. Jetzt habe ich verkehrt herumgelesen. Es sind 6 Milliarden für den Piepmatz und 20 Piepen für den Galgenvogel. Mein Fehler. Und wie immer bin ich bereit, 30 Milliarden aus eigener Tasche für die Ergreifung des Banditenanführers Roland auszuloben. Das Doppelte, wenn ihn jemand mit einer Hyperion-Waffe zur Strecke bringt. bitte keine Anfragen mehr bezüglich der Belohnung für diese Missgeburt namens Lilith. Die Flüchtige wurde schon vor Monaten offiziell für tot erklärt, okay? Handsome Jack sagt Tschüssi, Hyperion forever. Urkomisch. Das Teil, das dich gerade respawned hat, gehört mir. Immer wenn du stirbst, verdiene ich Kohle. Ist das nun Ironie oder ist das so ein Fall, wo man nur denkt, es sei Ironie, ist aber keine? Wie etwa ein Gelähmter, der ein Stehaufmännchen ist. Ich weiß nicht. Danke fürs Sterben. Ich hab mir soeben ein Pony aus Diamanten gekauft. Hey, du musst mir helfen, einen Namen für das diamantene Pony zu finden, das du mir eingebracht hast. Ich dachte an Matschbirne, dir zu ehren, aber das wäre irgendwie pubertär. Wie fändest du Arschgaul? Hm? Wie fändest du das? Oh mein Gott! Oh shit, du bist so ein Idiot. Herzlichen Dank. Ich könnte jetzt Ka-Ching machen, aber das wäre echt pubertär. Trotzdem, mit 10% dessen, was du mir durch dein Sterben einbringst, könnte ich den Hunger im ganzen Weltall stoppen. Aber für deine Wiederbelebung war das Geld sicher besser angelegt. Ka-Ching! Oh Mist! Da sage ich mach's nicht und dann mach ich's doch. Diese dauernde Sterberei von dir. Ich weiß wirklich nicht, wie du mich besiegen willst. So wie das zurzeit läuft, überlege ich mir, ob ich die nächsten paar Wochen nicht damit verbringe, dich nur so zum Spaß umzulegen und wieder zu beleben. Das wird lustig, meinst du nicht? Oh, sagt der Arschgaul. Keule, reiß dich zusammen. Ha! Gibt's überhaupt irgendwas, was du kannst? Hyperion, die Waffen der Helden. Wenn Sie sich eine Hyperion-Waffe leisten können, haben Sie sich eine verdient. Schützen Sie sich so, wie ich diesen Planeten schütze, mit einer Hyperion-Waffe. Hyperion, nichts bringt einen Banditen schneller zur Strecke. Hallöchen, hier spricht Handsome Jack und ich möchte nur sagen, dass Hyperion die besten und treffsichersten Waffen der Galaxis herstellt. Deshalb habe ich den blöden Laden gekauft. Kauft Hyperion! Schließlich bin ich Handsome Jack. Würde ich euch zu was Falschem raten? Für Hyperion ist Treffsicherheit das Maß aller Dinge. Hey, Banditen sind bisweilen sehr flink. Deshalb solltet ihr eine präzise Waffe benutzen. Kauft Hyperion. Hyperion-Waffen. Am liebsten würde ich sie zur Pflicht machen. Kann ich das? Wenn ihr einen Kammerjäger killen müsst, greift zu Hyperion. Hey, viel Spaß da draußen, Bandit. Oh, und tschüss. Hey, wir sehen uns, Bandit. Adios. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Kill ein paar Banditen für mich, Kumpel. Danke, dass du bei der Numero Uno gekauft hast. Wo willst du hin? Du hast noch Geld übrig, Kumpel.
Leb wohl, Bandito. Man sieht sich. Danke für die Kohle, du Trottel. Guter Geschmack. Für einen Banditen. Hyperion macht die Besten. Wundert mich, dass du dir das leisten konntest. Damit kannst du einige Banditen töten. Du weißt, dass ich mir das später wiederhole, oder? Ein Schurke kauft Waffen beim Helden. Welche Ironie. Du wirst mit dieser Waffe in der Hand sterben. Ziemlich cool, oder? Ey, pass auf, dass du den Lauf nicht auf dich selbst richtest. Bandit, danke für das Geld. Ich denke, ich mache noch einen Gulag auf. Angel, bring diese Nachricht zu demjenigen, der die Bauarbeiten draußen im Nexus koordiniert. Egal, was passiert, sorg dafür, dass die alte Banditenstadt Firestone, heißt sie, glaube ich, sorg dafür, dass sie stehen bleibt. An diesem dreckigen kleinen Rastplatz hat alles begonnen. Und noch was. Ich möchte auf die Firmenagenda setzen, dass wir ihren Namen von Firestone in Jackville umbenennen. Ich will diesen Banditen-Bastarden Salz in die Wunde streuen, verstehst du? Ich will, dass diese kammerjagenden Dreckskerle sehen, was ich mit diesem Ort angestellt habe. Ich will, dass er für ihr Versagen steht. Sie konnten weder New Haven noch Firestone beschützen und sie können keinesfalls Sanctuary beschützen. Leute, unter den Arbeitern wird gemunkelt, dass unsere Eridium-Förderung angeblich diesen Planeten verwüstet. Ich vermute, ihr sagt das, weil die meisten von euch nicht gesehen haben, wie Pandora aussah, bevor wir gekommen sind. Wisst ihr, wie sie diesen Ort genannt haben? Das Ödland. Es war ein trockenes, staubiges Dreckloch, wo die Träume starben. Jetzt sind dort Rohre voller Eridium, technisch fortgeschrittene Maschinen, verdammte Vulkane und... Wer liebt Vulkane nicht? Hey, das sind Berge, die Feuer speien. Das ist doch buchstäblich der Inbegriff des Wortes großartig. Habe ich recht? Hi, dies ist eine Botschaft von Handsome Jack an die Bauarbeiter von Opportunity. Ihr Gentleman errichtet die Zukunft. Sobald die Stadt fertig ist und ihre sorgfältig ausgewählten Einwohner anrücken, werdet ihr die wahre Schönheit sehen können, die Opportunity verkörpert. Aus der Ferne natürlich. Ihr Jungs werdet nie auch nur in die Nähe dieser Stadt kommen, wenn sie erst einmal fertig ist. Aber ihr könnt ja mit dem Fernglas zum Beispiel ein Auge drauf werfen, hm? Natürlich nicht, weil du so wenig Vorstellungskraft wie Gehirnzellen hast. Man tut nichts, weil es leicht ist, man tut es, weil es richtig ist. Opportunity ist nur der Anfang, Leute. Die Zukunft kommt nach Pandora und Opportunity ist das strahlende Leuchtfeuer dieser Zukunft. Banditen werden von ihren Babyfleisch-Eintöpfen aufschauen und unsere Stadt in der Ferne leuchten sehen. Ein Symbol für Sicherheit und Frieden und Ordnung. Erst Opportunity, dann der Rest von Pandora. Das kann ich nicht sagen, Keith, aber ich mag es nicht, Ratschläge in puncto Kindern von jemand zu bekommen, der selbst keine hat. Das ist ja der Punkt. Haben Sie nicht mehr. Okay, sprechen wir über Waffen, Leute. Nein, ich rede von Stil. Seht euch unsere Waffen an. Was haben sie zu bieten? Klasse, Schätzchen. Sie haben Klasse. Wenn du bei diesen Kriegshippies von Maliban kaufst, haben die Waffen Namen wie inbrünstiger Gospel oder argloser Provokateur oder so eine gequirlte Kacke. Kauf eine Bandit-Waffe und die können nicht mal Pistole richtig schreiben. Wenn man sich die Namen dieser Waffen ansieht, kommt man sich vor wie ein Arsch. Wenn man sich eine Hyperion-Waffe ansieht, möchte ich, dass man sich vorkommt wie jemand, der Klasse hat. Synergie. Dynamizismus, Longitudinalwörter mit Wucht, Wörter mit Bedeutung, Wörter, die offensichtlich niemand in diesem Raum versteht, angesichts dieser verständnislosen Gesichter von euch Höhlenmenschen. Also, wenn du eine Hyperion-Schrotflinte aufnimmst, die Projektildiversifikation heißt, weißt du, dass sie von verdammt cleveren Bastarden für verdammt clevere Bastarde hergestellt wurde. Jesus, schreibt irgendjemand mit? Das ist pures Gold, Leute! Hey, Roland, hier ist Handsome Jack, erinnerst du dich? Meine Männer haben eure Banditenärsche aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Dämmert's? Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Eridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Na schön, ihr hirnlosen Knarrenträger. Eure Suche gilt einer heißen Braut mit blauen Tattoos und geheimnisvollen Kräften. Eine Sirene also. Ihr Name ist Lilith. Offiziellen Berichten zufolge starb sie in New Haven. Aber ich bin überzeugt, dass sie sich in der Nähe von Sanctuary verkrochen hat. Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Villa bauen könnt. Aus anderen, kleineren Villen. Ende.
Gerade fällt mir ein, dass ihr Trottel alle draufgeht, wenn ich euch nicht warne. Alle Sirenen sind von Geburt an mit unterschiedlichen, unvorstellbaren Kräften ausgestattet. Ihr könnt sie nicht, ich wiederhole, nicht besiegen. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Ich kann es mit ihr aufnehmen, ihr nicht. Ich ja, ihr nein. Ich habe eine alte Aufzeichnung gefunden, die euch bei der Sirene helfen könnte. Ach ja, da ihr Schwachköpfe anscheinend nie zuhört, sage ich es nochmal. Hört auf, falsche Sirenen anzuschleppen. Im Universum kann es nur 6 Sirenen gleichzeitig geben und ich weiß bereits von 3. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen 3 rein zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunstaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es noch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften, also hört auf damit! Okidoki, Sammy, dann fang dir mal an mit dem Versuch, hä? Sorry, Baby, bei dem Lärm, den die Leute machen, die gerade kein Iridium gespritzt bekommen, verstehe ich kein Wort. Dieser Kammerschlüssel hat das Iridium nicht ohne Grund sprudeln lassen. Und wo wir es schon haben, machen wir doch was Schönes damit, oder? Oder willst du dich auf der anderen Seite der Scheibe wiederfinden, Schätzchen? Na, wo hängt's denn, Sammy? Hey, du hast doch eine Frau, hä? Und die willst du doch sicher noch mal wiedersehen, hä? Ich höre immer noch keine Schreie. Okay, hör zu. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Ah, das ist eine Falle, hör gar nicht hin. Aber es geht um meine Oma. Ich habe ihr draußen in Iridiumblight ein Häuschen gebaut. Und du müsstest mal nach ihr sehen. Bitte schau nach, ob alles in Ordnung ist. Nicht mir zuliebe, ihr zuliebe. Tu es ihr zuliebe. Bitte. Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, du könntest diese Banditen umlegen, bevor sie die alte Gran-Gran umbringen können. Und weißt du was? Ich muss sie jetzt nicht mal mehr bezahlen. Also, vielen Dank, du Pfeife. Sind da Banditen an Grandmas Haus? Du heilige Scheiße. Du hast die Banditen umgelegt? Okay, okay. Hoffentlich ist alles okay. Danke für die Hilfe, Mann. Ich leg dich trotzdem um. Das alte Busenwunder ist immer noch sauer auf mich, was? Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich verstehe das. Wenn man mal für umsonst Steak gegessen hat, spachtelt man nicht gern Hamburger, für die man bezahlen muss. Falls du kapierst, was ich meine. Kapierst du, was ich meine? Schwänze! Ich spreche über Schwänze. Meine Baustelle, oh verdammt Maxi, du miese Schlampe! Hallöchen zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack! Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Also, ich mache Ihnen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... Wo ist Ihr Mann jetzt? Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam. Oh, meine Fresse. Hast du Ihren Kopf gesehen? Wie er so... Wahnsinn! Wilhelm, töte diese Wilden. Ich werde dich dafür bezahlen, dass du dich umbringst. Ich habe schon den perfekten Ort für dich ausgesucht. Du willst nicht? Das ist okay. Rufst du die Hyperion-Selbstmordpräventionshotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine saftige Belohnung kassieren, spring von dieser Klippe und unterwirf dich mir. Lass dir Zeit. Das gibt's nicht. Oh, du hast dich also tatsächlich umgebracht. Geh zum schwarzen Brett, dann kriegst du dein Geld. Aber warte, Sekunde noch. Egal, was passiert. Ich will nur, dass dir eins klar ist. Du bist käuflich. Du hast dich umgebracht, weil ich dich dafür bezahlt habe. Du bist eine Hure. Okay. Ab mit dir. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Hast dich nicht umgebracht, hä? Bewundernswert. Genieß dein gar nichts, Idiot.
Oh Gott! Oh, war das geil! Ich hab die Häuser schon vor Jahren verwanzt und du bist so... Du hast dir so viel Mühe gemacht und dann... Oh Gott! Hey, schreib's dir hinter die Ohren! Niemand sagt ungestraft, dass ich hässlich bin! Eben deshalb bin ich Handsome Jack! Moment mal. Hast du gerade wirklich meine Freundin umgelegt? Das macht mich irgendwie wütend. Was wird das jetzt wieder, du Opfer? Sachbeschädigung. Ist das dein Ernst? Wie tief bist du gesunken? Traurig, traurig. Okay, ich hab's kapiert. Die Statue gefällt dir nicht, ist klar. Ich sehe einfach zu cool aus mit meinem Fuß in dem Banditengesicht. Und du bist eifersüchtig, richtig? Tut das gut? Hast du dich abreagiert? Schön, dann geh jetzt heim und lass mein Eigentum in Ruhe, sonst haben wir ein verdammtes Problem. Ich verstehe, warum du genau diese Statue niederreißen willst. Bist eben ein Analphabet und der Anblick von mir mit einem guten Buch tut dir in der Seele weh. Hey, weißt du, welches Buch ich da lese? Es heißt 101 Wege, Vandalen dazu zu bringen, ihre eigenen Eingeweide zu fressen. Ich leih's dir bei Gelegenheit. Mann, sei kein Trottel. Ach komm, was ist mit dieser Statue? Ich halte den Kammerschlüssel in der Hand und ein Baby. Du weißt doch, was Babys sind, oder? Diese kleinen, weichen, rosigen Dinger, die Typen wie du fressen, nachdem sie sich in ihren eigenen Exkrementen gewälzt haben. Klingelt da was? Ich verstehe. Du bist einer von diesen Verschwörungstheoretikern. Bäh, Handsome Jack hat die Kammer gar nicht geöffnet. Er hat den Schlüssel gestohlen. Wacht auf, ihr Lemminge! Ich dachte, ich hätte euch beschissene Spinner längst ausgerottet. Ach, grundgütiger. Okay, toll. Du hast es geschafft. Du gehst mir auf den Sack. Gratuliere. Hier ist dein Preis. Was soll das denn bringen? Willst du mir einfach nur auf die Eier gehen? Es ist das, was du willst? Tja, Mission erfüllt. Vollidiot. Wenn ich dich zu Tode trample, du Arsch, kannst du dich damit trösten, dass du mich einmal für ungefähr 8 Sekunden leicht irritiert hast. Gratuliere. Deine Eltern müssen stolz auf dich sein. Ja, nur zu! Wirf auch die letzte um. Ich hab schon eine tolle Idee für eine neue Statue. Und zwar ich, wie ich dir in die Eier trete. Ich werde so 15 von den Dingern in Auftrag geben, um sie überall aufzustellen. Du bist so ein Arschloch. Du bist so ein Volltrottel. Jimmy, notiere bitte. Ich erdrossle Mr. Morin, weil er meine Frau erwähnt hat. Nein, nein, Jimmy. Würgen tut man zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Da ich aber Mr. Morins Luftröhre mit meiner Uhrkette zerquetsche, ist erdrosseln der treffende Begriff. So. Steht heute sonst noch etwas auf der Tagesordnung, Jimmy? Danke, Jimmy. Na dann. Die Drinks gehen auf Handsome Jack. Okay, heute irgendwelche Kandidaten, Angel? Ausgezeichnet. Sag ihnen Folgendes. Habt keine Angst. Bleibt ganz ruhig und lasst euch nicht anmerken, dass jemand mit euch redet. Und jetzt steigt aus dem Bus aus. Halt den Mund, sag es ihnen. Aber Sir, die Energiesignale, die meine Instrumente zu Hause von Pandora empfangen, sind... Jawohl, Sir. Tut mir leid, Mr. Tassiter. Wird nicht wieder vorkommen, Sir. Nein, aber Mr. Tassiter, Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden Sie nicht? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt kein hässliches Wort. Es ist ein geiles Wort. Erpressung. Sagen wir es zusammen. Erpress? Weil ich recht hatte, meinen Sie wohl. Und sagen Sie Jack zu mir. Idiot. Mr. Tassiter, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen würgen und erdrosseln? Das ist ein neues Zuhause, Liebling. Du bist wie eine Prinzessin und das ist ein Thron. Sie kommt nicht zurück, Angel. Jetzt setz dich hin, verdammt! Du tust jetzt brav, was ich sage und setz dich auf den Stuhl. Warum funktioniert er nicht, Angel? Ich habe jedes Gramm Iridium, das ich habe, in dich hineingepumpt. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann, jetzt.